Und die Politiker, die das lösen sollen, sind so wie die Figur in dem Clip, den ich jetzt zeigen möchte. Ja, hier ist eine Figur, dieser Batman, der ähnlich einem heutigen Politiker oder vielleicht sogar einem Politiker zu jeder Zeit darum bemüht ist, eine Bombe zu entsorgen, die gleich hochgeht. Und das ist nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt und bringt gewisse Probleme mit sich. Es ist klar, ne, was immer der arme Tropf tut, wo immer er hingeht, also er hat keine Chance, dieses Ding loszuwerden. Ja, er hat diese Bombe, dieses Corona-Problem, ja, dieses, was er irgendwie versucht zu lösen, und es gibt keine Möglichkeit, das loszuwerden. Selbst wenn er es ins Wasser schmeißt, sind da noch irgendwelche Enten, die draufgehen. Und das ist so ein generelles Problem, wo auch viel Bewusstsein nicht da ist. Beispielsweise Verschmutzung, ja. Also ich kann nicht produzieren, ohne irgendetwas zu verschmutzen. Ich kann nicht irgendeine politische Entscheidung treffen, ohne dass es dabei jemanden gibt, der auch was dabei verliert. Ich kann nicht immer nur Win-Win-Situationen für alle erzeugen. Und ich muss auch ökonomisch denken. Denn wenn ich das nicht tue, entsteht ungleicher Wettbewerb oder sonst irgendwas. Das heißt, irgendwas muss mit diesen ganzen Bomben entstehen. Und ich muss, weil ich nicht nur eine Bombe habe, tatsächlich versuchen, den Schaden zu begrenzen. Und irgendwie eine Lösung zu finden, die ganz gut klappt. Na? Und was wir tun in unserem Leben ist, wenn wir die Bombe haben, irgendjemand schmeißt uns die Bombe zu und sagt, du bist schuld. Das ist ja das, was ich jetzt mache mit demjenigen, der sich das Video hier anguckt. Der schmeißt sie sofort irgendjemand anders in die Arme, ne? Söder zum Beispiel oder sonst irgendjemanden, der jetzt der Böse sein soll. Na, und der wird diese Scheißbombe nicht los. Der versucht irgendeinen Ausweg zu finden, wo er es hinkriegen kann, aber es geht nicht.
Und auf die Art und Weise werden die ganzen wirklichen Bomben immer nur verschoben. Das fängt in unseren Köpfen an. Das fängt ja schon in unseren Familien an, in den Mikrokosmen des großen politischen Makrokosmos. Damit will ich sagen, schon in unseren Familien haben wir die Situation, dass wir uns permanent Schuld zuschieben, beispielsweise. Dass wir immer sagen, das Schwesterchen war es oder das Brüderchen war es oder sonst irgendwas. Ja, jeder schmeißt die Bombe einfach von sich. Aber der Arme, der jetzt wie Batman ein so hohes moralisches Bewusstsein hat, dass er halt eben in dieser Über-Ich-Logik so gefangen ist, dass er versucht, tatsächlich dem gerecht zu werden, der hat keine Chance. Ne? Das ist hier ganz wunderbar in dieser von mir bearbeiteten Szene auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dieser Batman ist auch in sich eine Figur. Also jetzt nicht der moderne Batman, diese Figur ist viel, viel komplexer und gespaltener und interessanter eigentlich auch. Aber dieser ursprüngliche Batman hier, der ist ja auch eine Figur, der permanent irgendwelche weisen Sprüche abgibt, der permanent immer das Richtige tut, der permanent immer gut ist, was eigentlich nicht möglich ist. Denn sobald ich irgendeine Entscheidung treffe politisch, ich irgendetwas produziere, produziere ich auch Verschmutzung und Müll oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist halt etwas, was Politiker immer wissen oder was Entscheidungsträger immer wissen, dass sie immer diese Idioten sind, die diese ganzen unverdauten Probleme der Leute und des Magens des Volkskörpers irgendwie, der immer infiziert ist eigentlich mit Gift, austragen müssen. Und jeder Politiker hofft immer, lass die Bombe explodieren, wenn es gerade nicht meine Legislaturperiode ist. Und das ist auch das Verhältnis der Politiker zum Thema Moral. Weil sie natürlich genau wissen, wie krude und wie verklemmt und wie irre diese ganze Moralkacke ist, die die Bevölkerung da hat. Und es führt auch dazu, dass viele Leute dann am Ende gar nicht mehr glauben, dass es überhaupt keine Moral und gar nichts mehr gibt, an das man glauben kann. Weil sie natürlich immer in dieser materialistischen Objektlogik sind. Und wenn ich mich nur an den Objekten und nur am Leben festmache, also da Leben ist das einzige Wert oder so, ja, dann zirkuliere ich in einer Kreisbewegung, in der es keinen höheren Geist gibt, sag ich mal, in der ich nur immer alles falsch machen kann und irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Auch ein wunderbares Beispiel für diese ganze Logik des Über-Ich habe ich in meiner Studienzeit erlebt, wo ich bei Greenpeace war und wo ich mit wirklich tollen Leuten, also einer war Architekt beispielsweise, ist jetzt Architekt, war damals noch nicht Architekt, anderer war unterwegs ganz viel, hat die so freiheitskämpfermäßig, der nächste, also ein Mediziner und wieder ein, also ganz tolle Leute, die unglaublich tolle Sachen können, wo ich alle sehr beeindruckt war. Die saßen alle an einem Tisch und wir haben so ein Spielchen gespielt, quasi so ein Szenario aufgebaut, nämlich es ging um Folgendes, was passiert vor der Küste, da sind so ein paar Robben, die sind irgendwie von ihrem Weg abgekommen und jetzt sind die hier in diesen Gewässern und das ist so ein Touristengebiet und Haie sind um die Robben herum und wir haben die Möglichkeit, die Haie zu töten, die Robben zu schützen, die auch irgendwie unter Naturschutz stehen. Sollen wir das tun, ja oder nein? So. Und da ist natürlich jetzt, bricht das Ganze auf. Das ist die Krise. Ja, die Robben und die Haie, das ist die Krise. Das ist Corona. Denn was sagt jetzt der Robbenschützer? Der sagt natürlich, wir müssen die Robben sofort schützen und die Haifische abknallen. Dann sagt aber der Haifischschützer, Moment, also die Haifische haben aber auch eine Existenzberechtigung. Und irgendein Moraltheoretiker sagt dann, ja, das ist ein hochkomplexer menschlicher Skeptizismus. Wir bevorzugen die eigene Art und nur weil uns die Robben süßer vorkommen als die Haie, sagen wir, die haben ein höheres Leben. Und dann sagt jemand, naja, aber Haie sind hochintelligente Lebensformen, die irgendwie da ganz, ganz komplexe Gedankengänge haben. Die sind eigentlich dem Menschen viel näher und insofern müssten wir die Haie schützen. Der nächste sagt, nö, das ist ein natürlicher Prozess. Die Haie töten die Robben. Das passiert eben in der Natur. Da dürfen wir nicht eingreifen. Dann sagt wieder der nächste, naja, aber wir haben ja schon eingegriffen, indem wir das Touristenzentrum aufgebaut haben und ohne unsere Monitore und ohne unsere hochtechnisierten Systeme wäre uns gar nicht aufgefallen, dass die Haie da sind.
dann sagte die nächste wieder, ne, ja, aber also diese Geschreie sind da ja auch nur und die Robben sind da ja auch nur, weil der Mensch so stark in das Klima eingegriffen hat, dass sich die Ströme verändert haben und die dann von ihrem Weg abgekommen sind und die natürlichen Koordinationssysteme dieser armen Tierarten jetzt aus den Fugen geraten sind. Na, und dann sagt jemand, na ja, aber wir können jetzt nur vom Status quo ausgehen, es ist jetzt, wie es ist, und wir können nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft projizieren. Und dann sagt jemand, naja, wenn du das tust, dann müsstest du ja eigentlich jetzt schweigen, weil du ja nur durch die Vergangenheit als historisches Wesen überhaupt erst gelernt hast, diese Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen. Und dann fangen philosophische Fachdiskussionen an, die so komplex sind, dass das Ganze pulverisiert und die in der Zwischenzeit die Robben von den Haien gefressen wurden. Und das ist auch so ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, es hat diese Logik der Welt, dieses Logik in weltlichen Terminologien, in weltlichen, was meine ich mit weltlich? Weltlich meine ich wirklich konkret, permanent immer irgendwie zu versuchen, das Leben als Standard zu nehmen, nicht irgendwas Geistiges oder Universales. Das führt immer dahin. Ja, ich hab schon in vielen Videos darüber gesprochen, über diesen Unterschied zwischen diesem Sarx, ja, das ist so ein alter griechischer Begriff, den es schon seit Jahrtausenden gibt, das meint dieses Fleisch oder dieses Weltlogik, wie ich das nenne, oder Weltverstand, und dem Pneuma, das ist auch so ein griechischer Begriff, den es schon bei Plato gibt, ne, das ist, Pneuma würde heißen, das, was ich jetzt mache, ich gucke mir das an und sage, Moment, da stimmt was nicht, das ist Pneuma, das ist das Ich, das ist die Ich-Stärke. Das ist das, was sich gegen das Über-Ich zur Wehr setzt. Was sich die Bombe anguckt und sagt, irgendwas stimmt an der Situation nicht. Das ist das, das sieht man auch, also das hat man jetzt nicht gesehen, weil ich die Musik unterlegt habe. Es gibt eine Stelle in diesem Video, wo der Batman, also diese Bombe nimmt und sagt, also irgendwie, ich kann es niemandem gerecht werden. Also man wird einfach manchmal diese Scheiße nicht los. Ne? Das ist das Ich, was sagt, Scheiße, wo bin ich denn hier? Ne? Also wenn man sich diese Szene mal im Original anguckt, dann wird man das sehen. Die ist dann auch nicht so ein Zeitraffer und so. Ne? Das ist jetzt nur von mir so gestaltet wegen der Dramatik. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wo der Batman wirklich sagt, also was ist hier los? Und plötzlich auch stoppt, weil dieses ganze Gerenne, dieses Gerechtwerden, da bin ich ja nicht ich, da bin ich ja nicht bei mir selbst, da bin ich in dieser Entfremdung. Ja, das, was da Karl Marx oder so oder Entfremdung nennt, dieses, ich bin ständig gehetzt und spüre mich überhaupt gar nicht mehr und muss dauernd irgendeinen Arbeitsprozess nachgehen oder irgendeiner Logik gerecht werden. Ne? Und was die Frage ist natürlich, was machen wir mit der Bombe? Die Bombe wird in jedem Fall hochgehen. Ne? Naja, und da muss man halt eben sagen, die pragmatischste Lösung wäre zu sagen, wir schmeißen sie ins Wasser und dann explodieren halt ein paar Enten. Ne? Das wäre die pragmatischste Lösung. Weil eines ist klar, die Bombe ist da und irgendwas muss damit gemacht werden. Die Frage ist natürlich auch, können wir die Bombe entschärfen? Und da ist halt eben der Punkt, das können wir natürlich nicht. Na, und diese Entscheidung, wo lassen wir die Bombe gezielt hochgehen, damit möglichst wenig Menschen und Tiere zu Schaden kommen? Das ist natürlich eine Entscheidung, die nie perfekt sein kann und die getroffen wird in erster Linie natürlich von Wissenschaftlern und auch getroffen werden muss. Leute, die sich mit diesen Bomben auskennen. Und genauso ist es ja bei Corona. Wir haben ein Wieb zwischen Skylla und Charybdis. Eine furchtbare Entscheidung zu treffen. Auf der einen Seite können wir hingehen und sagen, wir lassen jetzt einfach alles durchlaufen und wir lassen die Wirtschaft weiterlaufen und wir scheißen auf alles und dann werden ganz viele Leute krank, ganz viele Leute sterben und was passiert? Das ist auch was, was viele nicht sehen. Hätten wir jetzt keinen Lockdown gehabt, dann wären die Krankenhäuser überlastet gewesen, dann hätten wir auch ein paar Wochen keine Arbeitsleistung gehabt und Ausfälle. Na? Und der Schaden wäre vielleicht sogar noch größer gewesen. Und wenn wir ganz zurückfahren, permanent für 2 Jahre, dann ist das ja der totale Tod. Das heißt, wir müssen uns zwischen diesem natürlichen Sterben, diesem Sumpf, ja, also wenn wir alles laufen lassen, und der totalen Wüste, wenn wir alles stilllegen, entscheiden.
und irgendwie so eine Mischung zwischen Wüste und Sumpf finden, wo es ein einigermaßen brauchbarer Pegel ist, der aber im allerbesten Fall höchstens eine Schadensbegrenzung ausmachen kann und niemals eine Lösung darstellt, die wirklich jeden zufrieden machen wird. Und da müssen wir die Wissenschaftler schützen, die dafür verantwortlich sind am Helmholtz-Institut und nicht so dumme Dankbarkeitsbekundungen oder sowas. Nein, wir müssen einfach klar sehen, dass die Lösungen, die dieser arme Batman da, das ist ja der Superheld, die Avengers sind ja auch alle so Wissenschaftler, die der jetzt präsentiert, ja, dass das einfach etwas ist, was auch schiefgehen kann. Na, das muss man auch, oder was nicht optimal laufen kann, dass man jetzt dann irgendwie jemanden dafür verantwortlich macht, so die Regierung oder den Batman oder sonst jemanden. Das ist völlig albern. Ne? Also das muss man natürlich sehen. Und nur wenn man auf der Perspektive ist, dann kann man die Situation auch wirklich sehen mit all den Größen, die da irgendwie miteinander wirken. Ne? Und auch die einzelnen Politiker, die auch dann auf die Bevölkerung reagieren und dann sich auf eine abstrakte Weise dazu distanzieren und sagen, ich verstehe jetzt, was da passiert und wie schwierig das alles ist. Und ich weiß auch, dass es immer so schwierig ist. Und ich weiß auch, dass ich die Neigung und die Tendenz habe, das überzuinterpretieren, weil ich selbst in so einer Über-Ich-Struktur bin. Und ich isoliere das aus mir heraus und sage, okay, ich habe tausende Informationen und frage mich, was kann ich jetzt konkret für meine Familie und für mich tun und wie kann ich Entscheidungen treffen, die versuchen, ja, mit dem, was jetzt so die offiziellen Entscheidungen derjenigen sind, die sich damit besser auskennen als ich, sind, gerecht zu werden. Wie kann ich jetzt mit der Situation ich jetzt hier konkret umgehen? Und das ist die Ebene, auf der sich die meisten Menschen befinden und auf der sie dann auch die Chance haben, nicht zwingend, keine Garantie, aber die Chance haben zu überleben. Du überlebst diese Scheiße nicht, wenn du eskalierst und in Panik gerät oder im Stillstand bleibst, sondern nur, wenn du dir wirklich überlegst, okay, das ist die Situation, was kann ich tun, wie kann ich damit umgehen, jetzt für mich, innerhalb der Grenzen, die mir gegeben sind. Deswegen, das wäre eigentlich die Perspektive, die Richtung ich stärke führt in dieser konkreten Situation. Dass du dir nebenher Gedanken machst und das System hinterfragst und so weiter, das mag eine Sache sein. Aber wenn das deine Lebensentscheidungen betrifft und beeinflusst oder so, dann bist du selber der Batman am Ende, der die Bombe in der Hand hat. Na? Deswegen, also da sich zu positionieren, ist wahnsinnig schwierig. Und der erste Schritt würde dahin gehen, dass wir aus dieser anklagenden, weinerlichen Ethik herauskommen, auf der einen Seite, ne, so, ah, wie kannst du nur? Und das ist so zynisch und so menschenverachtend und so. Und einfach wirklich sehen, dass unser ganzes System ein brutales und zynisches System ist. Das können wir hinterfragen und so. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden, indem wir Dinge tun, die nichts bringen. Ja. Auf die Straße gehen und da rumschreien, weil das die Funktion dieses Geschreis auf der Straße oder so Demonstration ist im Grunde genommen eigentlich nur, mich selbst zu entlasten. Ja. Weil auch viele Leute, sage ich jetzt mal, nicht realisieren, dass das, was jetzt ganz schnell gekommen ist, ja, oder was kommen wird in den nächsten Monaten, Entlassungen, Arbeitswagen, also sehr klar, ne, die Sache ist klar, was passieren wird. Also wir haben, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, im ersten Quartal 2020 die doppelte Inflation, wie wir normalerweise haben über das Jahr. Das heißt, wir können effektiv jetzt schon sehen, dass es einen Preisanstieg gibt. Ich glaube, Schweinefleisch ist heute Stand irgendwie Mitte Mai um 15. Mai ist heute bei 60% Schweinefleisch, noch als im Vergleich zu vor einem oder 2 Monaten. Das heißt also, man sieht, dass also ganz viele Preise sind tatsächlich gestiegen. Das wird auch noch weitergehen. Wir haben diese ganzen Effekte, dass die viele Investitionen gefördert werden sollte in den USA. Da sind, glaube ich, inzwischen 5 Billionen oder so. Ich weiß nicht, wie viele Billionen, keine Ahnung. Ne?
zigtausende von Milliarden einfach in die Wirtschaft gepumpt worden von der Federal Reserve. Und ähnliche Programme hat man in Europa auch gemacht. Und also man weiß, es ist einfach, es ist ganz viel Geld gedruckt worden. Durch diese monetäre Politik ist natürlich so, dass das Preislevel halt eben steigt. Und das heißt, wir kommen in so eine Art, vielleicht in eine Hyperinflation könnte sein. Wir haben bisher, also sage ich jetzt mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, eher ist eine Situation, die vergleichbar ist. Irgendwas zwischen 2008 und 1929. So schlimm wie 1929 ist es sicherlich nicht. Da gab es Produktionseinbußen von 60% oder so. Das haben wir wahrscheinlich nicht über das ganze Jahr oder so verteilt. Und wir können es wahrscheinlich auch, wenn man es sieht, über die Streckung wird es nicht so schlimm sein, wie das, was manche sagen, 1929. Aber das sind so Sachen, die jetzt nicht in diesen so sehr in den ökonomischen Diskurs gehen. Wir wissen, dass das passiert. Arbeitslosigkeit geht hoch, Preise gehen hoch. Dann, wenn die Arbeitslosigkeit hochgeht und natürlich auf dem Arbeitsmarkt mehr Leute zur Verfügung stehen, dann gehen auch die Löhne automatisch runter und so. Das wird ein, da sind Effekte, die in so eine, die sich gegenseitig in so eine Abwärtsspirale treiben können. Und das ist ganz, 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 ganz übel. Na, das müssen wir sehen. Das müssen wir sehen. Und da gibt es viele Leute, die nicht kapieren, das ist das, worauf ich hinaus will, dass das früher oder später sowieso auf die eine oder andere Weise gekommen wäre. Das heißt, es sind all die Leute, die sich nicht weitergebildet haben, die nicht zur Uni gegangen sind, die sich nicht mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben, die die letzten paar Jahre jedes Spiel ihrer Lieblingsfußballmannschaft gesehen haben, aber nicht einmal versucht haben, sich irgendwie digital ein bisschen weiterzubilden oder die sich auf eine andere Art und Weise in ihrem Firma weitergebildet haben und da mit ihrem Chef über ihre Karriereaussichten geredet haben oder sich mal woanders beworben haben. Leute, die kein Problem damit hatten, jedes Jahr 2, 3 Kilo zuzunehmen und am Ende mit 50 Kilo Übergewicht irgendwie rumzusitzen, so zu lungern. Und dann aber die ersten sind irgendwie die, ja, weiß ich nicht, auf die Straße gehen und sich wundern, warum sie entlassen werden, weil sie am Band stehen und nur die Hälfte so viel arbeiten wie der Kollege und so und sich dann aufregen, weil der polnische Arbeiter sie ersetzt oder so, ne? Jetzt kann man sagen, so darfst du nicht reden, das ist menschenverachtend und so. Da kann ich nur sagen, ja, Leute, also wenn ihr so anfangt, wie gesagt, über Menschenverachtend zu reden, dann müsst ihr euch auch fragen, dieser Typ, der sich da mal McDonald's vollfrisst, ist es dem nicht auch scheißegal, was aus den Tieren wird, und aus der Zuchthaltung und so weiter, das interessiert ihn doch auch nicht. Der Typ, den ihr da verteidigt und sagt, also dessen Würde muss geschützt werden, der pisst auf die Flüchtlinge, der pisst auf die Art und Weise, wie Fleisch hergestellt wird und so weiter. Also wenn wir anfangen, das ist, was ich meine, so von ethisch zu reden und zu sagen, so, oh ja, und so darf man nicht reden, ne, nur weil der fett ist, darf der jetzt nicht entlassen werden und so. Ja, sorry, aber dem Fettsack ist es auch alles vieles scheißegal gewesen. Ne? Und wir müssen uns klar machen, dass diese Dinge passieren. Und ich sage, ja, das ist ein armes Opfer, aber dieses arme Opfer geht hin und wählt dann am Ende die NPD. So. Und dann verteidigt ihr ihn plötzlich nicht mehr oder was? Dann, weil der dann plötzlich seine Würde verwirkt hat oder was? Das ist genau diese Dynamik, die wir sehen. Und dieselben Leute, die vor der Flüchtlingskrise 2015 jetzt die AfD gewählt haben, nicht die, Quatsch, die CDU gewählt haben und dann zur AfD übergesprungen sind, die sind jetzt in der Krise wieder bei der CDU. Weil sie merken, Söder ist im Aufwind, Merkel geht weg. Und die CSU ist stärker im Kommen und so weiter und bla bla bla. Und daran sieht man auch, wie vieles von diesen ganzen AfD-Gepimmel da Protestwahlen waren. Wie stark es dabei auch um Flüchtlinge ging. Und wie wenig es um irgendwelche tatsächliche Inhalte der AfD-Politik ging. Da sieht man auch, wie kalkuliert teilweise die Wählerabwanderungen ablaufen. Dass Leute wirklich, auch wenn sie alle sagen jetzt, ja, wir wählen die AfD wegen ihren Programmen und so. Dass das nicht so ist, ne? Dass man auch vielleicht das Phänomen und das Problem Höcke extrem überschätzt hat und seine Rolle auch extrem überschätzt hat. Weil jetzt sofort pulverisiert sich das Ganze, ne? Genauso wie die Grünen sich pulverisieren, die ja auch aus zwei Lagern von links und rechts
die total entfernt sind, die Stimmen bekommen haben und dann auf die über 20% hochgegangen sind. Und jetzt zerbrechen sie an dieser Dynamik, ne? Dass sie halt eben zwischen rechts und links ein wahnsinniges Spektrum abdecken müssen. Und da sieht man dran, also, dass diese ganzen politischen Quälereien und Kriegereien da, dass das alles nur auch Ausdruck eines, ja, wie soll ich sagen, von gesellschaftlichen Dynamiken ist, ja, die nur sehr schwer prognostiziert werden können. Ne? Und es ist auch sehr schwer zu sagen, was da der harte Kern ist, wenn irgendwie nur 70% der Leute wählen und die anderen alle frustriert sind, schon aufgegeben haben. Warum haben die denn aufgegeben? Warum sind die denn frustriert? Ne? Und dann hinzugehen bei diesen Zahlen und angesichts dieser unfassbaren, eigentlich schon seit Jahrzehnten bestehenden, unglaublichen Depression dieses Landes, den Fluchtreaktionen, wo Leute auch nur die NPD wählen teilweise, weil sie so verzweifelt sind, weil sie ja wirklich nichts können, weil sie ja vielleicht auch nicht den IQ und die Möglichkeiten und sonst was haben, sich weiterzubilden. Und denen dann jetzt Schuldzusprüche zu machen, zu sagen, die Bösen, die da die AfD wählen, die, obwohl die einfach nur hin und her wandern aus irgendwelchen Gefühlen heraus, die sie gar nicht, wie nie jemand beigebracht hat, zu steuern, weil sie immer nur in Schulsystemen waren, in denen ihnen nur beigebracht wurde, irgendwelche Zahlen auswendig zu lernen. Wenn sie es nicht können, sind sie angeblich nichts wert. Und denen ein unendlicher Frust antrainiert wurde. Und da die ganze Zeit mit so Schuldzuweisungen zu arbeiten, permanent, von allen Seiten, ihr scheiß Nazis, ihr scheiß Linken, ihr scheiß dies, ihr scheiß das, permanent ist irgendjemand der Böse und alle sind in dieser selben Über-Ich-Logik. Und das Über-Ich ist wie die Skylla. Dieses Monster mit 10 Köpfen, die sich alle gegenseitig widersprechen, die einfach alles und jeden sagt, weil sie permanent immer nur am weltlichen, an fleischlichen Dingen, das ist das, was ich sagen will, an Objekten das festmacht. Ne? Weil es dann plötzlich, und wir müssen das durchbrechen, diese ganzen Fehleinschätzungen und Fehleinstellungen in den ethischen Modellen, die auch ganz, ganz viel mit Sexualität und so zu tun haben. Ne? Die Art und Weise, wie wir denken, also das. Jeder, der pervers ist, das Erste, was er sagen wird, ist, ich bin nicht pervers, sondern das ist die Biologie. Das heißt, er entwickelt irgendetwas, ein Programm, das ist da draußen, ne, das sind die Politiker, das ist die Biologie, das ist dies, das ist Verschwörung, das ist alles dasselbe. Irgendein Programm, das ist außen und das legitimiert jetzt, dass ich irgendjemanden den Hintern versohle oder dass ich irgendjemanden. Was weiß ich nicht alles. Das sind alles perverse Konstruktionen. Das sind alles nicht zu Ende gedachte Modelle. Und überall sind diese Widersprüche in allem. Nicht nur bei Corona. Deswegen sage ich, dass diese Leute, die jetzt leiden und da auf der Straße sind und die verwirrt sind und die hin und her schwanken von AfD zu CDU und gar nicht wissen, was sie wollen und wo sie hin sollen. Diese große Menge, die jetzt arbeitslos wird. Die arbeitslos wird, weil und die Löhne runtergehen, das Preisniveau steigt und so weiter. Diese ganze Dynamik, die da die Leidtragenden sind, die sich nicht vorbereitet haben, die nichts mitgekriegt haben, diese ganzen Leute, die wären früher oder später in diese Situation gekommen. Die wären früher oder später dort gelandet, wo sie jetzt in kurzer Zeit, in 1, 2 Jahren, hingelangen werden. Deswegen die Vorstellung, dass jetzt irgendeine konkrete Person oder irgendeine Gruppe von Leuten oder irgendeine Partei unmittelbar verantwortlich dafür sei, dass jetzt die Arbeitslosigkeit steigt oder sowas. Das ist eine ganz, ganz große Falle, die eben die Einladung, die das Versprechen, das von dieser Falle ausgeht, ist. Das ist das, was das Über-Ich dir macht, dieses Versprechen. Ich biete dir eine Erklärung, wo du das Opfer bist und die anderen sind die Bösen. Völlig egal, ob die anderen jetzt Corona-Leugner sind oder Corona-Befürworter oder Politiker oder Manchester United oder Borussia Dortmund oder die Ökonomen oder die Linken oder die Rechten oder sonst irgendjemand, völlig egal wer. Das lenkt alles davon ab, dass ich mich mit meinen Konflikten nicht auseinandergesetzt habe
und ein fettes, verwahrlostes, total beschissenes Leben führe, ja, was mich kaputt macht und auszehrt, und ich habe es mir selbst versaut. Und damit ich mir das nicht eingestehen muss, ja, habe ich jetzt halt eben eine Möglichkeit, auf irgendjemand anders zu schimpfen. Aber um diese Leute muss man sich keine Sorgen machen, ob das Pegida oder sonst was ist, weil die werden sich alle gegenseitig irgendwann so dermaßen zerhacken, weil es nicht anders sein kann. Und das kann man verstehen, wenn man sich mal, wenn man wirklich, das ist das, worum es mir geht. Diese Über-Ich-Logik hat ein total selbstzerstörerisches Element in sich. Weil es ja völlig widersprüchlich ist, in sich jeder Einzelne, der dieser Logik anhängt, als auch diejenigen, die da bei Pegida rumlaufen. Jeder hat da eine andere Theorie. Die Vorstellung, dass daraus irgendeine vernünftige Bewegung gehen werden kann, in der sich nicht am Ende alle gegenseitig totschlagen. Davon kann man sich ganz leicht befreien. Da kann man sagen, jetzt, das ist aber auch gut, weil das wird dafür sorgen, dass die Demokratie nicht so sehr gefährdet ist. Man kann aber auch sagen, naja, das ist ein bedauernswerter Club der Hoffnungslosen und der Verlierer. Ne? Wenn dann auch noch Digitalisierung und so weiter alles voll einschlägt. Tja. Ja. Man sieht also, ne, um wieder aufs Bild der Bombe zurückzukommen, die Lunte brennt.